Liebe Fans von Dorian Hunter, liebe Fans von Das Haus Zames, willkommen zum neuen Redaktionsvideo. Wiederum gesendet, wie immer, aus meiner Lieblingsbücherecke, die ich ein bisschen erweitern musste, wie ihr vielleicht schon erkannt habt. Und das liegt daran, dass ich hier ein Fach freimachen musste. Ein Fach, das ungefähr so groß ist wie das Fach darüber. Deshalb wird das, was da gleich reinkommt, natürlich auch etwa so groß sein. Nämlich, es ist ein Buch. Nee, fast, ne? Es ist, über dieses Buch werden wir natürlich auch sprechen. Das Haus Zames 64, allem Anfang wohnt das Böse inne, ist gerade neu erschienen. Aber worum es hier geht, ist natürlich die Dorian Hunter LP von Folge 1, die LP-Ausgabe im Zeichen des Bösen, Extended Version. Was das mit der Extended Version auf sich hat, das erfahrt ihr gleich in diesem Video, neben einigen anderen Sachen. Wir sprechen über die Bücher, über die Hörspiele und natürlich über die Romanhefte. Beginnen wir also zunächst mit diesem Buch, Das Haus Zames 64, allem Anfang wohnt das Böse inne. Band 63 von Das Haus Zames ist ja gerade erst erschienen vor einigen Monaten. Das liegt daran, dass die Dorian Hunter Bücher zurzeit eine kleine Pause machen, wie ihr ja wisst. Denn wir müssen Band 100 und die folgenden sehr gut vorbereiten, weil da ein neuer Zyklus anfängt. Ich hatte darüber in den letzten Videos ja schon gesprochen. Band 100 war angekündigt endgültig für Juni diesen Jahres. Das werden wir nicht schaffen. Es wird aber Oktober dann hoffentlich werden. Wir sind auf jeden Fall dran und es wird kommen. Ich kann es euch nur versprechen und euch weiterhin um Geduld bitten. Ich bin sicher, das Ergebnis wird dann auch das Warten wert sein. Mehr möchte ich an dieser Stelle gar nicht sagen. Jetzt soll es um Das Haus Zames gehen, um dieses Buch hier, Nummer 64. Wir wissen ja aus den letzten Büchern, dass ein Dämon namens Abraxas Wien unsicher gemacht hat. Und nicht nur Wien, er hat Ambitionen auf dem Thron der schwarzen Familie. Er will also ganz hoch hinaus und er hat sich da zunächst mal die Familie Zames vorgenommen, um in Wien zu erobern. Hat die Stadt einigermaßen platt gemacht. Die Zames sind getötet, bis auf Coco. Und Coco flieht aus der Stadt und sie möchte eigentlich alles hinter sich lassen. Sie möchte gar nichts mehr mit der schwarzen Familie und den Dämonen zu tun haben. Sie steigt in einen Zug, fährt los und was passiert? Sie begegnet 6 Reisenden, die alle nicht das sind, was sie zu sein vorgeben. Und wenn ihr mehr über diese Geschichte wissen wollt und was Coco da erwartet, dann empfehle ich euch die Lektüre von Allem Anfang wohnt das Böse inne. Das Buch ist vor circa 4 Wochen erschienen. Es wurde vor 6 Wochen an unsere Abonnenten verschickt, aber es ist natürlich auch weiterhin direkt bei uns auf www.zaubermond in unserem Shop bestellbar. Ich packe das mal hier hin, da habe ich auch schon ein Plätzchen freigeräumt. Damit kommen wir zur LP von Im Zeichen des Bösen. Folge 1 der Dorian Hunter Hörspiele. Die Hörspiele sind ja nun schon vor hammermäßigen 14 Jahren gestartet, im Jahr 2008, im August genauer gesagt, als wir die ersten 3 Folgen auf einmal rausgebracht haben. Und kurz bevor die erste Folge ins Presswerk ging, haben wir hier aus dem Master praktisch nochmal ein paar Szenen rausgeschnitten, um die Folge zu straffen. Und das waren 2 Szenen, in denen Patrick Bach alias Robert Fuller, Dorian Hunters Bruder Robert Fuller, eine Rolle spielt, der sonst in dieser Folge ja gar noch nicht zu hören ist, außer mit ein bisschen Lachen im Hintergrund, erst eigentlich in Folge 5 dann wirklich dabei ist. Aber in diesen beiden Szenen trifft er zum Beispiel schon auf Asmodi und auf Lillian, Dorians Frau Lillian. Diese beiden Szenen wurden bisher nur ein einziges Mal veröffentlicht in einer Sonderausgabe, eine Maxi-CD, die seht ihr hier oben, nämlich von Joachim Witt, das ursprüngliche Dorian Hunter-Theme, das Titellied. Da gab es eine Maxi-CD und da haben wir ein paar Bonus-Szenen draufgepackt, unter anderem diese beiden. Hier sind sie jetzt erstmals organisch an der richtigen Stelle im Hörspiel eingefügt, genauso wie einige andere Sequenzen, die tatsächlich noch vollkommen unveröffentlicht sind. Dann gehen wir mal rein ins Artwork. Es ist natürlich eine Doppel-LP, weil 70 Minuten Hörspiel nicht auf eine Vinylscheibe passen. Und wir haben hier drin ein bisschen was erzählt über die Mitwirkenden, über die Autoren Ernst Wilczek, Neil Davenport, über Marco Göllner, der damals Skript, Regie und Tonproduktion gemacht hat, über Thomas Schmuckert, den Sprecher von Dorian Hunter, Andreas Meyer, von dem ein Großteil der Hunter-Musik stammt, und über Alexander Ries, der bis heute die Aufnahmen für Dorian Hunter in Hamburg in seinem Studio macht bzw. machen lässt. So, dann gibt es auf der anderen Seite noch ein paar Informationen zur Serie. Wir haben ja damals zusammengesessen und uns überlegt, wie soll die Serie eigentlich klingen? Was wollen wir da machen? Und
wie verändern wir die Vorlagen, was adaptieren wir, welche Sachen lassen wir weg. Und da haben wir eine Ideensammlung gemacht, die seht ihr hier ein bisschen in schriftlicher, in handschriftlicher Form. Hier oben sind noch mal ein paar mehr Details dazu zusammengefasst, ein paar Informationen, welche Überlegungen wir hatten. Dann könnt ihr ja mal schön mit dem Hörspiel abgleichen, was davon dann tatsächlich im Hörspiel gelandet ist und was dann verworfen worden ist. Das ist natürlich noch nicht alles, was das Artwork angeht. Es gibt ja auch noch die Innenhüllen. Wir haben die ähnlich konzipiert wie die Innenhüllen von Kirkwall Paradise von der Folge 33. Da gab es ja auch schon eine Vinyl-Ausgabe. Da gibt es also die beiden Hüllen von der einen Seite. Hier habe ich jetzt die Seite C und D, also die zweite Platte. Man sieht ja bei der ersten ein Zeichen und dann hier des Bösen. Und auf der anderen Seite sind die Cover abgebildet der bisherigen Folgen, inklusive der beiden Cover von Folge 47 Duk Duk und Folge 48 Blut für Lucretia, die ja noch gar nicht veröffentlicht sind, sind hier also schon enthalten. So, wer sich dieses schöne Sammlerstück kaufen möchte, der sollte sich natürlich beeilen, denn es sind insgesamt nur 300 Exemplare gepresst worden und es werden auch nicht mehr gepresst werden, das ist eine limitierte Auflage. Ihr seht das hier, dass die sogar nummeriert sind, handnummeriert. Das ist das erste Exemplar, wie man hier sieht, von 300 Stück. Und die sind ab sofort also bei uns im Shop auf www.zaubermond.de erhältlich. Extended Version von Dorian Hunter. So, ich packe die jetzt mal hier ins Regal. Und die hat ja lange genug oben gestanden, hier die 33, auch ein schönes Teil. So, jetzt ist das nicht schön, die neue Folge 1. Ich finde, sieht ganz gut aus am Regal, oder? Dann kommen wir damit auch schon zu den Romanheften. Dann nehme ich als erstes mal, ihr seht hier, ich habe hier auch so ein bisschen aufgestockt und die Romanhefte hier etwas drapiert. Gehen wir als erstes mal zu Dorian Hunter. Es sind ja beide Serien inzwischen als Nachdruck bei Bastei erhältlich. Sowohl Dorian Hunter als auch das Haus Zamis. Bei Dorian Hunter ist zuletzt erschienen Band 91, das Dreigestirn der Hölle. Das Dreigestirn ist hier auf dem Titelbild auch schon abgebildet. Drei Dämonen, die ganz Ernst Wilczek typisch, das ist wieder so ein typischer Roman aus seiner Feder, die eigentlich auf den ersten Blick zwar sehr skurril und sonderbar wirken, aber überhaupt nicht so richtig gefährlich. Wer sich allerdings in die Fänge von Spindel, Möbius und Mark, diesen drei Dämonen, begibt, der merkt zunächst noch gar nicht, wie er darin gefangen ist, aber der wird daraus kaum noch entkommen können und später dann buchstäblich auch mit dem Leben bezahlen müssen. Wie genau das vonstatten geht, erfahrt ihr in diesem echt surrealistischen Roman von Ernst Wilczek, das Dreigestirn der Hölle, Heft Nummer 91. Dann haben wir 92 daraufhin erschienen. Das Heer der Untoten, ein Roman verfasst von Hugh Walker alias Hubert Strassel, der so ein bisschen alleine steht innerhalb der Serie, weil er der einzige Roman ist, der sich damals mit Dorian Hunters Jugendzeit befasst hat. Wir wissen ja fast nichts über Dorian Hunter. Wir wissen, er war früher Reporter und dann ist er eben nach Asmoda zusammen mit Lillian gefahren in Band 1 und ist da seinen Brüdern begegnet. Aber wie ist Dorian Hunter aufgewachsen? Das wissen wir eigentlich überhaupt nicht. Und hier in diesem Roman erfahren wir mehr darüber. Wir erfahren, dass er als Waise in einem Internat aufgewachsen ist. Wir erfahren, dass er einer geheimnisvollen Mother Goose begegnet ist, die in der Nähe des Internats an einem See ein Haus besessen hat und dort in ihrem Haus begegnet er ganz unheimlichen Gestalten und macht seine ersten übersinnlichen Erfahrungen tatsächlich. Ein alleinstehender Roman innerhalb der Serie, auf dem wir dann später, viele, viele Jahre später, nochmal mit dem Uhrmacherzyklus aufgebaut haben. Die Totenwache, hier geht es dann weiter mit dem Hermes Trismegistos-Zyklus, auch hier in Band 94, die Beute des Henkers von Earl Warren in den nächsten Bänden. Da bewegt sich also alles auf den Höhepunkt, auf das Finale dieses Zyklus zu. Und die Frage ist, kann Dorian Hunter das Erbe des Hermes Trismegistos antreten und damit zum größten Gegner der Dämonen werden? Ein letzter Hinweis natürlich noch, genauso wie bei Das Haus Zamis, zu den Romanheftnummern. Diese sind nicht identisch mit den Nummern der Bücher, die ihr hier seht, weil natürlich in jedem Buch mehrere Romanhefte enthalten sind. Die sind also zurzeit bei Heft 93, 94 bei Dorian Hunter, gerade bei den Büchern 20 und 21 etwa, angekommen. Das Haus Zamis, ebenfalls die vier neuesten Bände, zeige ich euch mal die Fluchtafel. Da wird der Fluchtafel, wie der Name sagt, Zyklus beendet und Coco hat alle Hände voll zu tun, die Fluchtafeln zu finden, die bei manchen Menschen vor der Haustür vergraben werden, sodass dann ein Fluch buchstäblich über diese Menschen kommt. Und ja, Coco versucht die natürlich zu retten und kommt in manchen Fällen zu spät, aber wir hoffen, dass sie es schafft, denn eines Tages
ist sie ja selber auch von diesem Fluch betroffen. Mehr darüber in diesem Roman, Die Fluchtafel. So, dann haben wir hier den nächsten Dreiteiler, Band 37, 38 und 39, Schwarze Hochzeit, Die Saat des Dämons und Der Dämonenbastard. Der Zyklus dreht sich um diesen Dämonenbastard des Grafen Guy de Godelon, der ein französischer Graf ist und der mit einem etwas sonderbaren Angebot zu den Zamis kommt. Er ist nämlich nicht mehr der Jüngste, er ist schon reichlich tattrig und sagt, ich möchte gerne Coco Zamis heiraten und mit ihr einen Nachkommen zeugen. Denn der Graf hat ein ganz düsteres Geheimnis. Er pflanzt sich also fort, indem er seinen eigenen Sohn am Ende seines Lebens zeugt und dann in dessen Körper weiterlebt. Ja, und was macht die Zamis-Familie? Genau das, was Coco nicht möchte. Sie sagt einfach völlig okay, geh mal mit, Coco, du musst das machen im Sinne unserer Sippe, denn wir bekommen auch etwas von dem Grafen. Wir bekommen einen wertvollen Hinweis auf einen anonymen Herausforderer, der gerade Wien unsicher macht und die Zamis bedroht. Und deswegen muss Coco mit dem Grafen nach Frankreich. Und was sie da alles erlebt, das erfahrt ihr in diesem Dreiteiler. So, damit bin ich auch schon am Ende dieses Redaktionsvideos. Ein letzter Hinweis, die schlechten Nachrichten kommen ja immer am Ende. Es gibt leider noch eine schlechte Nachricht, eine kleine zumindest. Wir sind ja alle betroffen von den Preissteigerungen, die zurzeit ihre Runde machen. Und auch Zaubermond ist davon nicht verschont geblieben. Ich darf nur einmal zwei Beispiele nennen. Es ist so, dass wir beim Druck von Das Haus Zamis 64 hier hinten 28% höhere Druckkosten zahlen mussten als bei Buch 63 vor 5 Monaten. 28%, also über ein Viertel mehr. Ein ähnliches Problem hatten wir bei der Folge 1 hier bei der Extended Version vor einigen Monaten, als wir die LP in Auftrag gegeben hatten. Da gab es einen Preis, der dann aber nicht mehr galt, als wir sie dann wirklich gepresst haben. Da war der plötzlich über 20% höher. Das ist die Realität, mit der wir im Moment alle irgendwie umgehen müssen. Und deshalb haben wir uns natürlich auch gesagt, wir können das nicht einfach so an euch weitergeben. Wir möchten das nicht weitergeben. Deshalb haben wir die Preise sowohl der LPs, der Bücher als auch der CDs im Moment noch stabil gehalten. Das möchten wir auch weiterhin so halten und die Preise der Bücher, CDs und Schallplatten auf keinen Fall erhöhen. Wir wissen nicht, ob wir das schaffen. Im Moment konnten wir das auf jeden Fall noch umgehen, dadurch, dass wir dann im Gegenzug aber die Versandbedingungen ein wenig angepasst haben. So haben wir ja bisher die Versandkostenfreiheit gehabt, wenn ihr bei zaubermond.de über 20 Euro Warenwert hattet und damit in einer Sendung bestellt habt. Dann wurde portofrei geliefert. Diese Portogrenze haben wir annehmen müssen auf 50 Euro. Und das Porto selber, die Pauschale, die war bisher 3,90 Euro, beziehungsweise die Hälfte immer für Abonnenten 1,95 €. Die haben wir angehoben auf 4,90 Euro, beziehungsweise Abonnenten 2,45 Euro. Zumindest, das war uns wichtig, besteht bei dieser neuen Regelung immer noch die Möglichkeit, dass ihr also wartet und dann zum Beispiel 3, 4 Bücher zusammenkauft oder mehrere CDs oder Schallplatten. 2 Schallplatten würden schon reichen und diese 50 Euro überschreitet und damit immer noch die Möglichkeit habt, portofrei beliefert zu werden. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr trotzdem auch weiterhin bei zaubermond.de direkt bestellt, denn nur dann ist sichergestellt, dass das Geld direkt an uns geht, an die Macher der Hörspiele und der Bücher, an die Autoren, an die Sprecher, an die Musiker, an die Aufnahmeleute, wer auch immer alles dabei ist und mitwirkt. Die Illustratoren, die Grafiker, jede Menge Leute, die gewährleisten, dass regelmäßig neue Dorian Hunter Hörspiele, Bücher und Romanhefte erscheinen können. Als nächstes zum Beispiel direkt Anfang Juni Folge 47 der Dorian Hunter Serie Duck Duck. Und was es damit auf sich hat, das erfahrt ihr dann Anfang Juni im nächsten Redaktionsvideo. Bis dann. Tschüss.